Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 21.07.2020. Ich war heute beim Zahnarzt. Und der Zahn musste nicht gerissen werden sofort, sondern ich habe am 10. September, also in 6 Wochen, einen Zahnnarkosetermin. Und da wird der Zahn gerissen und einige Klumpen gemacht. Es ist fraglich, ob ich so lange aushalte mit den Schmerzen, aber es müsste gehen mit Schmerzmittel. Und momentan bekomme ich ja auch noch Antibiotika und deswegen sollte sich das nicht verschlechtern. Und wenn es schlechter wird, müssen wir nach St. Pölten auf die Kieferambulanz fahren. Dann müssen die mich einschieben und mir den Zahn reißen in Narkose. Aber er hat mich zwar heute gefragt, ob wir das schon schaffen, aber ich habe meine Bedenken dazu geäußert, dass ich halt den Mund nicht weit aufbringe. Und es war schon ein Problem beim Röntgen, weil eine Schulter so hoch ist, dass der Röntgenapparat nicht um mich rumfahren kann, wenn ich im Rollstuhl sitze. Und haben wir es im Stehen probiert. Und da muss er ja einmal rund um den Kopf fahren. So in diese Richtungen. Und wenn ich stehe, habe ich den Kopf zu weit hinten. Und dann bleibt er da hängen. Also haben wir es kein Panoramaröntgen gemacht, sondern Einzelaufnahmen mit so einem Teil im Mund, wo das immer wieder verschoben wird und ein neues Bild gemacht wird, und so haben wir alle Zähne erwischt. Und man konnte sehen, dass ich halt ein riesiges Loch in dem Zahn habe, aber dass die Wurzel nicht entzündet ist und dass es auch noch 6 Wochen auszuhalten ist. Ich meine, von den Schmerzen her eigentlich eher nicht, aber ich glaube, die sind im August auch nicht da, weil wir jetzt die nächste Woche alle Untersuchungen, also Blutuntersuchung, EKG und so, abgeben müssen für die Zahn-OP. Und sonst muss man das halt immer eine Woche vor Termin abgeben, und wir müssen es diesmal noch dieses Monat abgeben, und dieses Monat hat noch 10 Tage mit Wochenende. Und das wäre halt, also deswegen vermuten wir, dass sie im August nicht da sind, und er hat auch hin und her geblättert und überlegt, aber er hat erst in 6 Wochen was frei. Ob das schmerzmäßig geht, weiß ich noch nicht. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Sonst war Sonja heute Nachmittag noch da. Es war ganz lustig. Wir haben Nägel neu gemacht, neue Farbe und das gleiche Muster. Aber mit der Rosa. Sieht jetzt irgendwie lila in der Kamera aus, aber ist rosa. Und wir haben Kaffee getrunken, getratscht, geraucht und Nägel gemacht. Sie war bis 18:30 Uhr da. Es war echt schön. Und gestern mit Claudia war es auch schön. Es war echt schön. Und mit Claudia gestern war es auch echt schön. Obwohl ich ihr für September die Kündigung ausgesprochen habe. Sie hat für mich gesungen und es war ein angenehmer Nachmittag. Heute war es extrem heiß. Nicht so angenehm. Aber mit Sonja war es schön.
Und ich bin auch schon sehr müde. Sonst gibt's nicht viel Neues. Gestern ist jetzt 2 Wochen nicht da. Die sehe ich am 7. August wieder. Und Christoph am 30. Am 30. Juli. Ich hatte gerade einen Hänger. Mir geht's mittelmäßig bis gut. Ich bin halt deprimiert, dass man durch meine Angst und durch meine Kiefersperre jetzt nichts zusammen machen konnte. Bin aber auch froh, dass ich mir das erspart habe. Das bei Bewusstsein reißen und so. Und hoffe, dass ich das jetzt noch 6 Wochen aushalte und es dann in Narkose erledigt bekomme. Ich hoffe, dass alles gut wird. Ist dann auch nach meinem Geburtstag. Und ja, das ist so grob der Stand der Dinge. Ich habe auch irgendwie Kopfweh. Hat heute fast 30 Grad. Es hat sich angefühlt wie 30 Grad. Es hat nicht ganz 30 Grad, aber fast. Und es war ein schöner Nachmittag. Und jetzt bin ich einfach müde und freue mich aufs Abdrehen. Es ist 19 Uhr. 35, 36, 35. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao. Eure Ines, bis zum nächsten Mal.